So, hallo, ist wieder euer Skills mit einem weiteren Redstone Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ihr ein Redstone Silo bauen könnt. Dieses zeigt euch anhand dieser Redstone Lampen einmal die Füllanzeige des Silos an. So sieht das Ganze aus. Ihr braucht ein paar Trichter, also diese paar Hopper hier im Englischen, und ein paar Redstone Comparator oder auch Vergleicher im Deutschen genannt. Genau, hier seht ihr es einmal, Redstone Vergleicher. Gut, zu Beginn brauchen wir einmal eine Truhe, wo das Ganze reinkommen soll letztendlich und ihr das Ganze auch rausnehmen könnt. Dann kommt hier einmal ein Rahmen ringsrum. Bauen wir erstmal grob vor. Über die Truhe kommt dann direkt eine umgekehrte Treppe oder auch eine Halbstufe, irgendein unsolider Block, sodass ihr die Truhe weiterhin öffnen könnt. Dann bauen wir jetzt erstmal ein paar Redstone-Lampen darüber. Ich nehme jetzt erstmal 5. Ihr könnt das Ganze auch noch beliebig hochbauen, je nachdem, wie ihr das Ganze eben haben wollt. Umranden diese Anzahl der Redstone-Lampen einmal mit Blöcken. Das Ganze ist übrigens auch aneinander baubar, das heißt, wir könnten jetzt direkt hier noch mal eins ranbauen, also im Prinzip einmal hier die Truhe und dann wieder hier diesen Rahmen, wenn man eben wollte. Aber wir bauen jetzt eben erstmal nur eins vor. Ihr könnt das Ganze dann eben so oft nachbauen, wie ihr das Ganze wollt. In diese Truhe laufen dann einmal hinten 3 Trichter rein. Dazu müsst ihr euch einmal ducken und dann könnt ihr Trichter an diesen Truhen anbringen. Am Ende dieses Trichters setzt ihr dann eine Truhe so drauf, die dann noch ein Stück darüber hinaus. Jetzt liegt es an euch. Wollt ihr das Ganze nach rechts führen oder nach links führen? Das ist im Prinzip komplett egal. Ihr müsst es bloß immer beibehalten, wenn ihr das Ganze nebeneinander baut. Ich führe das Ganze jetzt einmal nach rechts. Das heißt, wir bauen jetzt rechts einen Trichter hier rein. Wichtig dabei ist, ihr müsst euch wieder ducken, damit ihr den ganzen auch hier dran platzieren könnt. Wenn ihr euch nicht duckt, greift ihr nämlich auf das Inventar der Truhe zu. Auf diesen Trichter kommt dann noch einmal eine Doppeltruhe. Und dann machen wir das Ganze immer so weiter. Jetzt kommt wieder hier ein Trichter dran. Obendrauf nochmal 2 Doppeltruhen, also eine Doppeltruhe, 2 Truhen an sich, genau. Und dann nochmal ein Trichter, wieder 2 Truhen, ein Trichter, wieder 2 Truhen. Und das Ganze machen wir so hoch, dass wir gleich viele Truhen hier, also in der Höhe wie Lampen haben. Also sprich, noch eine einzige Truhe kommt jetzt hier oben drauf. Genau, also eine Doppeltruhe, perfekt. Jetzt sind wir an der gleichen Höhe von der Truhe mit den Lampen. So. Da, wo ihr rausgebaut habt, also von hier raus oder in dem Fall auch links, wenn ihr das Ganze wollt, bringt ihr immer 2 Blöcke an den Trichtern an. Also hier von Trichter bis zur Wand, wieder im geduckten Modus, sonst greift ihr auf das Inventar des Trichters zu. Das Ganze nochmal hier und auch hier oben. Perfekt. Auf der anderen Seite machen wir das Ganze einmal so, wieder einmal an den Trichter ran und dann etwas darüber. Das baue ich euch von oben, ist glaube ich hier in dem Fall einfach. Also wieder einmal an den Trichter und einmal da drüber. Nicht so? So, perfekt. So müsste das Ganze hoffentlich funktionieren, wenn ich mich nicht vertan habe. Jetzt bauen wir einmal hier einen Komparator. Hier einen Komparator und hier einen Komparator. Also diese zeigen immer von den Truhen raus in Richtung Wand. Davor kommen hier noch ein paar Redstone Dusts. Und auf der rechten Seite brauchen wir nur noch Komparatoren und zwar immer eben direkt an diese Truhen ran. Also einmal hier und einmal hier. Wir müssten jetzt insgesamt gleich viele Komparatoren wie Lichter haben, also 1, 2. Und auf der anderen Seite sind es 1, 2, 3. Das heißt, in der Summe ergibt das Ganze 5 und wir haben auch 5 Lampen. Also müsste das Ganze theoretisch schon funktionieren. Das ist eure Befülltruhe. Hier könnt ihr also entweder so einen Trichter dran und oben eine Truhe rein, wo ihr alles reinschüttet. Ich rate euch, ihr könnt auch noch gerne meine Sortiermaschine vorschalten. Also im Prinzip, hier ist die Sortiermaschine, hier sind ein paar dieser Silos, sagen wir Sachen wie Stein, Erde und so weiter, wo ihr wahrscheinlich relativ viel haben werdet. Und dann wird das Ganze einmal sortiert und kommt dann in das jeweilige Silo rein. Genau, also hier oben müsst ihr es halt reinkommen, ihr könnt es auch Ganze von hier hinten reinführen lassen, also so. Oder von mir aus auch genau von hier, wie ihr das Ganze auch eben haben wollt. Es muss bloß eben oben reinlaufen. Dann läuft das Ganze durch und zeigt euch den Füllstand hier einmal an. Also ich zeige es euch einmal, indem ich jetzt kurz was reinwerfe. Zum Beispiel diese Ambosse. Die sollten jetzt einmal bis ganz nach unten durchlaufen. Während dem Runterlaufen sollten diese Lampen nicht angehen. Ich zeige euch jetzt aber mal, wie das Ganze eben aussieht, wenn es voll wäre. Dazu entferne ich einmal diese Trichter, denn dann stauen sich die Sachen in den Truhen. So, jetzt müsst ihr ein paar Lampen zum Brennen gebracht haben. Genau hier in der Truhe ist jetzt gerade nichts drin, da legen wir noch schnell was rein. Und welche Truhe auch nicht, in dieser, da müssen wir hier noch schnell was reinlegen. So, also wenn das Ganze voll wird, ist dann, da oben fehlt noch eine Truhe, genau, das wäre die linke hier. Ah,
Kein Wunder, ja, das hat Trichter noch dran. Deswegen geht das Ganze nicht. So, perfekt. Jetzt sieht es so aus. So würde es eben aussehen, wenn das ganze Silo einmal voll wäre. Okay, das wäre es in dem Fall auch schon wieder zu diesem Tutorial. Ich bedanke mich einmal fürs Zusehen, viel Spaß beim Nachbauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann!